Wenn man sich mit der Sira des Propheten a.s. beschäftigt, dann sollte man nicht nur wissen, wie die religiöse Situation vor dem Kommen des Propheten a.s. Frieden und Segen mit ihm gewesen ist, sondern man sollte sich auch darüber bewusst sein, wie die politische und die soziale Situation gewesen ist. Denn man kann das Licht besser wahrnehmen oder den Wert des Lichtes eher schätzen, wenn man sich bewusst ist, wie die Dunkelheit aussieht. Und ich habe deswegen von einem Scheich von uns einmal aufgezählt, wie die Welt zur damaligen Zeit aussah. Allah subhanahu wa ta'ala, also es wird in einem Hadith überliefert, dass der Prophet a.s. gesagt hat, dass der Prophet Frieden und Segen mit ihm gesagt hat, Inna Allah nadhara ila al-ard, famaqatahum ajamahum wa arabahum illa baqaya min ahlil kitab. Allah hat zur Erde geschaut und hat die Leute dort verabscheut. Maqt ist eine große Stufe von Verabscheuung. Außer eine kleine Gruppe von Ahlul Kitab. Das heißt, man hat es mit Finsternissen zu tun. Es gab nur einige Leute von Ahlul Kitab, wie zum Beispiel also Juden und Christen, ja, beziehungsweise Juden oder Christen, einige Leute davon, die auf der richtigen Religion waren, die auf der richtigen Botschaft gewesen sind. Und wir haben schon erwähnt von einigen Leuten, die auch Hunafa gewesen sind, das heißt, die versucht haben, der Religion von Ibrahim a.s. zu folgen, mit dem Wissen, was noch zu ihnen gekommen ist. Und ich wollte einfach mal einige Sachen aufzählen aus der damaligen Zeit. Ja? Und da habe ich einige Informationen, wie es bei den Römern gewesen ist, wie es bei den Persern war, wie es in Nordeuropa war, wie es in Ägypten war, wie es in Indien war und wie es auf der arabischen Halbinsel ausgesehen hat. Ja? Zum Beispiel in Rom wurden Sklaven beispielsweise zu Sklavenkämpfen, zu Kämpfen in Arenen mit Löwen oder anderen wilden Tieren geopfert. Daran haben sich die Leute damals sozusagen erheitert, dass Menschen bei lebendigem Leibe gefressen werden. Das sind, wie gesagt, nur einige Beispiele, damit wir sehen, wie düster es damals gewesen ist. Sowas wäre natürlich im Islam absolut verboten. Ja. Dann, Kinder, sie haben Kinder von ihren Vätern töten lassen. Das heißt, es gab Situationen, Kriegssituationen, wo sie die Väter dazu gezwungen haben, ihre Kinder zu töten. Und dies wird unter anderem berichtet, als die Christen Jerusalem erobert haben, dass sie die Juden dazu gezwungen haben, ihre eigenen Kinder zu töten. Das waren die Menschenrechte der damaligen Zeit, bevor der Prophet gekommen ist. Und was vielen von uns nicht so bewusst ist, ist, wie viel der Islam verändert hat. Weil das wird man natürlich nicht in Deutschland im Geschichtsunterricht lernen. Ja, das lernt man nicht. Was lernt man bei uns im Geschichtsunterricht? Man lernt vor allen Dingen die römische Geschichte, griechische Geschichte, dann Weimarer Republik, Hitlerzeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, das war's. Ja, das sind hauptsächlich die Themen, die man behandelt. Das Osmanische Reich, das Leben des Propheten a.s., das behandelt man natürlich nicht. Man behandelt nicht, wie die Muslime in Andalusien praktisch Europa verändert haben, den Fortschritt nach Europa gebracht haben. Das sind nicht meine Worte, das sind Dinge, die Nicht-Muslime, die gerecht sind, selber äußern. Auf jeden Fall, es geht weiter. Persien zur damaligen Zeit. Wir haben gesagt, die Perser, beziehungsweise Sassaniden, waren Leute, die an zwei Götter geglaubt haben, einen Gott für das Gute, einen für das Schlechte. Ja? Und sie haben das Feuer angebetet. Und bei ihnen gab es zum Beispiel Inzucht mit der Mutter, mit dem Vater, Inzucht mit der Mutter, mit dem Vater, mit der Schwester, mit dem Bruder etc. Das war normal in ihrer Religion. Inzucht. Dann, es gab kein wirkliches Besitzrecht. Etwas, was der Islam gebracht hat. In einem islamischen Land, ja, haben die Nicht-Muslime in dem Islam leben, die in dem Land leben, ein ganz normales Besitzrecht. Die haben ein Recht auf Besitz und die haben ein Recht auf freie Religionsausübung. Etwas, was in einer Theokratie der Christen völlig unvorstellbar gewesen wäre,
dass eine andere Religion neben dem Christentum das Recht hat, die Religion frei auszuüben, völlig unvorstellbar. Ja? Johannes Calvin, ja, der große Reformator neben Martin Luther, oder der bekannteste Reformator neben Martin Luther, er hat damals den Protestanten empfohlen, standhaft zu bleiben und nicht an der katholischen Messe teilzunehmen, weil es gab einige Protestanten, also evangelische Christen, die an der katholischen Messe teilgenommen haben, um nicht beobachtet zu werden und eventuell getötet zu werden. Leute wurden damals auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie Protestanten gewesen sind. Und übrigens, in der Geschichte der Menschheit, die blutigsten Religionskriege, ja, sind die Kriege Christen gegen Christen. Ganz vorne der 30-jährige Krieg. 7,5 Millionen Tote. Ist nicht zu vergleichen. Selbst die Kreuzzüge haben viel weniger Tote gefordert. Die blutigsten Religionskriege waren Christen gegen Christen. Es gibt keinen einzigen muslimischen Religionskrieg, der unter den ersten 10 blutigsten Konflikten in der Weltgeschichte dabei ist. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Aussagen von nicht-muslimischen Historikern. Aber seltsamerweise, wenn man jemanden fragt, auf der Straße, was denkst du, welche Religion die gewalttätigste Religion ist, wo es am meisten Kriege gab? Dann nennen sie einem sofort den Islam. Dann sagst du zu ihm, ja, nenn mir doch mal einen Konflikt, wo so viele bei gestorben sind. Nenn mir doch mal einen. Ja, da kann er dir keinen einzigen Konflikt nennen. Wird er vielleicht sagen, ja, okay, die Muslime sind bis nach Wien vormarschiert. Okay, sag uns mal die Anzahl der Toten. Wie viele Tote gab es da? Das ist minimal. Und dann kommt jemand mit dem Genozid an den Armeniern, ob das ein Genozid war oder nicht. Ich kenne mich mit dieser Situation nicht aus. Es gibt Leute, die das leugnen. Es gibt Leute, die sagen, das war ein Genozid. Ich habe mich mit diesem Thema nicht 100% befasst. Aber Fakt ist, dass das nicht im Namen der Religion gewesen ist. Nur mal so nebenbei. So. Aber selbst wenn dem so wäre, dann wären das immer noch viel weniger Tote als zum Beispiel in französischen Religionskriegen oder beispielsweise im 30-jährigen Krieg. Ja, das nur mal nebenbei. So. Dann, wie gesagt, das Feuer wurde angebetet. Dann hatten sie ein Kastensystem. Der Islam hat solche Systeme von vornherein abgelehnt. Es gab sogar Sklaven, ehemalige Sklaven, die eine hohe Position bei den Muslimen bekommen haben. Das beste Beispiel ist Zayd ibn al-Haritha. Zayd ibn al-Haritha war der Führer der Muslime bei der Schlacht von Mu'tah, obwohl Verwandte des Propheten wie Ja'far ibn Abi Talib dabei gewesen sind. Radiallahu anhum ajma'in. Ja, so. Dann gehen wir nach Nordeuropa. Renaud, ein Historiker, sagt, die sind in Nordeuropa zur damaligen Zeit vor der Reinheit geflohen. Ja? Die Leute waren unwissend, das sagt übrigens auch Gustave Le Bon, ja? Es gab Chaos, das Wissen kam durch die Araber, das sagen diese Gelehrten, ja? Und es gab sogar Stolz auf es gab sogar einen Stolz darüber, dass man Analphabet ist. Eine der ersten Schritte, die der Prophet Friede und Segen mit ihm eingeleitet hat, ist, dass er die Menschen alphabetisiert hat. Das war einer der Schritte, die er ganz am Anfang seiner Zeit in Medina eingeführt hat, dass man lernt zu lesen und zu schreiben. Für die damalige Situation. Ja? Das heißt, im 7. Jahrhundert, ja, die Hijra war ungefähr gewesen, 624 war die Hijra ungefähr gewesen. Ja. Das heißt, das war zu dieser Zeit ein absolut unvorstellbar.
Ja, ungefähr 624, ungefähr in diesem Bereich war das gewesen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war der Prophet, einer, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einer der ersten, die dafür gesorgt haben, dass es eine allgemeine Bildung gab und dass die Menschen lernen zu lesen und zu schreiben. Und er hat sogar da einigen Gefährten befohlen, Fremdsprachen zu lernen. Damit man das im Kontext sieht. In Nordeuropa war man stolz darauf, Analphabet zu sein. Und der Prophet a.s. hat zur selben Zeit dafür gesorgt, dass eine ganze Gesellschaft alphabetisiert wird. Deswegen habe ich gesagt, es geht heute darum, dass man versteht, dass die Finsternisse der damaligen Zeit ein Licht brauchten. Nordspanien. In Nordspanien war es gang und gäbe, dass man sich ein- bis zweimal im Jahr gewaschen hat. Das muss man zu diesem Zeitpunkt, ja, 7. Jahrhundert. Man muss das mal vergleichen. Man muss das mal vergleichen mit Leuten, die sich fünfmal am Tag waschen. Und deswegen, die Regeln des Islams haben auch sehr, sehr oft, und das ist vielen Muslimen nicht bewusst, eine medizinische oder eine soziale Weisheit hinter sich. Zum Beispiel das Waschen. Dass man sich am Tag mehrmals wäscht. Reinheit. Die versucht, Unreinheiten von sich fernzuhalten. Darauf, da sind die Muslime sehr penibel drauf bedacht. Warum? Um damit auch Krankheiten aus dem Weg zu gehen. Dann, dass man fünfmal am Tag gemeinsam betet in der Moschee. Was bringt das? Das bringt einen Zusammenhalt. Man sieht sich fünfmal am Tag, betet mit denselben Leuten, trifft sich, redet nach dem Gebet miteinander. Das sind alles Dinge, die die Gemeinschaft fördern, weil der Islam weiß, dass man eine Gemeinschaft braucht. Der Prophet sagt, das Schaf, was von der Herde weggeht, wird vom Wolf gefressen. Warum? Damit wir eine Gemeinschaft sind, damit wir zusammenkommen. Ja. So. Ja, wie gesagt, und die Klamotten, die wurden nicht gewaschen in Nordspanien, da man dachte, dieser Dreck sei gut für die Gesundheit. Ägypten. Ja. In Ägypten gab es beispielsweise zu diesem Zeitpunkt Steuerausbeutung, nur ein Beispiel. Indien. Mäuse wurden angebetet, es gab Kastensysteme, wo einige Leute völlig diskriminiert wurden. Frauen wurden beim Glücksspiel verloren. Muss man vergleichen mit einer Religion, die im Endeffekt kam und hat Glücksspiel verboten. Dann Arabien. Überall gab es Götzen. Die Leute waren Alkoholiker, kann man sagen. Es wurde Alkohol getrunken ohne Ende. Es gab Zinsen, Wucherei, Unzucht. Es gab einmal die normale Ehe. Dann gab es die Ehe, wo der Mann einfach seine Frau ausleiht sozusagen an einen Mann, der einen höheren Status hat, damit die Frau mit ihm ein Kind bekommt. Und dann gab es, dass eine Gruppe von Männern mit einer Frau Geschlechtsverkehr hatte. Und es gab Fahnen an Häusern. Prostitution. Das ist alles etwas, was der Islam abgeschafft hat. Ja, so. Wie gesagt, es gab vereinzelt Menschen, die ein frommes Leben geführt haben. Zum Beispiel Salman al-Farisi berichtet darüber, dass er Lehrer hatte, die der wahren Botschaft von Jesus gefolgt sind, die auch geglaubt haben, dass der letzte Prophet kommen wird. Unter den Juden gab es einige, die daran glaubten, oder viele, und übrigens, ich habe gesagt, die Juden zur heutigen Zeit haben die spezifische Eigenschaft, dass sie erstmal geglaubt haben, dass Mohammed, dass ein Prophet auf der arabischen Halbinsel kommt, und dass sie geglaubt haben, dass, und vor allen Dingen die Juden im Jemen, dass Uzair, Esra, der Sohn von Gott ist. Das heißt nicht, dass es heute keine Juden gibt, die wissen, dass Mohammed der Gesandte Allahs gewesen ist. Das wollte ich damit nicht sagen. Nur was Fakt ist, ist, dass das damals definitiv verbreitet war, denn es gibt unheimlich viele Überlieferungen davon, dass es Juden gab, die das wussten. Und wir haben schon erwähnt, dass eigentlich die Medinesen, das heißt die Aus und Khazraj, diese zwei Stämme, den Islam angenommen haben,
weil sie durch die Juden schon vorbereitet wurden, weil die Juden ihnen immer wieder gesagt haben, dass irgendwann der Prophet kommen wird, mit dem sie dann gemeinsam die Aus und Chazaraj bekämpfen werden. Das kann man nachlesen, Sure 2, Vers 89. Wie gesagt, es gab einige Leute, die der Botschaft von Jesus noch gefolgt sind, wie in diesem Hadith, den wir eben erwähnt haben, außer eine kleine Gruppe von Ahlul Kitab. Dann haben wir erwähnt, dass es die Hunafa gegeben hat. Ja? Leute, die sich der Religion von Ibrahim a.s. zugeschrieben haben, die aber nicht mehr genau die Inhalte dieser Religion nachvollziehen konnten in allen Punkten, außer dass sie Monotheisten waren. Ja? Und hier ergibt sich eine wichtige Frage für uns, die auch nochmal sehr wichtig ist, wenn wir diese ganzen Dunkelheiten sehen. Denn wenn man heute erwähnt, dass der Islam die einzige richtige Religion ist, die einzig wahre Religion ist, dann ist das für viele Leute ein Problem, weil sie dann sagen, wie kann das sein, dass so viele Leute in die Hölle gehen? Wie kann das sein, dass so viele Leute in die Hölle gehen? Und das ist dann für sie ein Problem im Kopf. Sie stellen sich vor, ja, das geht doch gar nicht. Warum denn? Was haben diese Leute denn getan? Erstmal muss man hier erwidern, alle Religionen oder so gut wie alle Religionen behaupten von sich selber, dass sie den einzig wahren Weg zu Gott darstellen. Und wenn es eine Religion gibt, die sagt, alle Religionen sind richtig oder andere Religionen sind auch richtig, ja, dann sollten die Anhänger dieser Religion ihre Religion aufgeben und zum Islam wechseln, dann sind sie auf der richtigen Seite. Ja. So. Aber die große Anzahl von Leuten, die in die Hölle gehen, ist kein Beweis dafür, dass das nicht möglich ist. Ja. Weil wenn wir ganz logisch argumentieren, vom gesunden Menschenverstand her, dann fragen wir, inwieweit ist es vom gesunden Menschenverstand her unmöglich, dass viele Menschen in die Hölle gehen oder die Mehrzahl in die Hölle gehen. Warum? Wo ist das? Das heißt, die Antwort ist, es gibt kein rationales Argument dagegen. Es ist einfach nur ein emotionales Argument, weil man es nun mal nicht wahrhaben will. So. Aber im Endeffekt sieht man, dass dieser Wettlauf vor allen Dingen zwischen zwei Religionen stattfindet. Der Islam und das Christentum. Wenn wir uns jetzt das Konzept zur Heilerlangung im Islam anschauen und das Konzept zur Heilerlangung im Christentum anschauen, dann werden wir sehen, dass nach islamischem Maßstab viel mehr Menschen ins Paradies kommen können als nach christlichem Maßstab. Erstmal muss man betonen, dass laut katholischem Glauben die Protestanten einer Irrlehre folgen und dass das Heil nur in der Kirche zu finden ist. Darüber redet heute keiner mehr, aber wenn man zu den alten Schriften zurückgeht, wird man das sehen. Aber heute ist das altmodisch, sich über sowas zu streiten. Und soll man Leute von der Pius-Botschaft folgen. Das heißt, laut Katholiken kommen eigentlich Protestanten nicht ins Paradies. Können das Heil nicht erlangen, weil das Heil in der Kirche zu suchen ist. Und sollte dem nicht so sein, da waren die Päpste, die das früher formuliert haben, auf einem falschen Weg gewesen. Und dann ist die ganze katholische Kirche auf dem Irrweg. Und laut protestantischen Glauben, laut evangelischen Glauben sind die Katholiken auf dem Irrweg. Ich habe eben schon erwähnt, Calvin, ja, hat seine Anhänger dazu ermuntert, Mut zu zeigen und sogar verbrannt zu werden für den wahren Glauben. Luther hat gesagt, der Papst ist der Antichrist. Das heißt, hier haben wir erstmal schon mal die Spaltung. Beide Gruppen sagen aber auch, dass man nur ins Paradies kommen kann, wenn man glaubt, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Römerbrief 5, alle Menschen sind mit der Erbsünde geboren worden. Alle, auch das kleine Baby. Dann Römerbrief 6, der einzige Weg hiervon wegzukommen ist,
indem man sich auf den Tod von Jesus taufen lässt. Und deswegen gibt es zum Beispiel in katholischen Krankenhäusern heutzutage Nottaufen. Und das wurde auf dem Konzil in Karthago auch ganz klar festgesetzt, dass nicht getaufte Kinder in die Hölle gehen werden. Dann kommen einige mit Aussagen von Jesus, ja, die darauf hindeuten, dass spezielle Kinder ins Paradies gehen. Ja. Dann sagen wir, dann ist das ein Widerspruch zu der Aussage vom Apostel Paulus. Denn laut dem Apostel Paulus geht laut Römerbrief 5, kommen alle mit der Erbsünde auf die Welt. Und laut Römerbrief 6 gibt es nur eine Rettung, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Das heißt, man muss sich entscheiden. Entweder man muss sagen als Christ, dass auch kleine Kinder in die Hölle gehen. Dass sogar Leute, die nie etwas davon gehört haben, aufgrund ihrer Unwissenheit, weil, obwohl sie Jesus gar nicht akzeptieren konnten, in die Hölle gehen. Oder man muss sagen, die Bibel widerspricht sich. Fakt ist aber, dass es keine Antwort darauf gibt, was mit denjenigen passiert, die nie etwas vom Christentum gehört haben. Der Islam gibt uns aber eine Antwort, was mit Leuten passiert. Und das ist hier in diesem Kontext von der Sira sehr wichtig, weil ich habe gesagt, ich möchte über bestimmte Dinge reden, die zur damaligen Zeit vorgekommen sind, in die der Prophet a.s. hineinkam und im Endeffekt in kurzer Zeit, um genau zu sein, in 23 Jahren, das verändert hat. Und diese Veränderung, dieser Fortschritt, diese Verbesserung hat die Welt verändert, was aber vielen Menschen in Europa nicht bewusst ist, weil einfach die Geschichte so nicht gelehrt wird. Ja. So. Jetzt ist die Frage, was passiert mit Leuten, die nie etwas von der Botschaft von Jesus, von Mohammed, Friede und Segen mit ihm gehört haben? Erster Beispiel. Sie sind der wahren Botschaft von einem Propheten gefolgt, der vor Mohammed, Friede und Segen mit ihm gekommen ist, wie zum Beispiel Moses, wie zum Beispiel Isa, Jesus, wie zum Beispiel Noah, Nuh, wie zum Beispiel Ibrahim, und sie sind der Botschaft dieses Propheten gefolgt, die in der Essenz dieselbe Botschaft ist wie die Botschaft von Mohammed, nämlich, wie so Allah in Surah 16, Vers 36 sagt, وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, Entschuldigung, das war Surah 4, Vers 36, dient Allah und gesellt ihm niemand bei, und Surah 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, dass sie den Menschen lehren, dient Allah alleine und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Das ist die Essenz dieser Botschaften. So. Das ist also das Erste. Jemand, der an einen Propheten glaubt hat, der vorher war, geht ins Paradies. Und darauf bezieht sich auch Surah 2, Vers 62, wo Allah sagt, Inna alladhina amanu wa alladhina hadu wa an-nasara wa sabi'in man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Wahrlich, die geglaubt haben, die Nasara waren, die Yahud waren, die Sabia waren, alle, die an Allah und den jüngsten Tag geglaubt haben, gute Werke getan haben, sie werden ihren Lohn bei ihrem Herrn haben und werden nicht traurig sein und werden keine Angst haben. Dieser Vers wurde herabgesandt für die Gefährten, für die Lehrer von Salman al-Farisi, worauf der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm gesagt hat, Man kana ala dini Isa fa huwa ala khair. Wer auf der Religion von Isa war, dem geht es gut. Und wer heute von mir hört und seine Religion dann nicht in dem besteht, womit ich gekommen bin, der ist verloren. Okay? Das ist das Erste. Dann haben wir es mit Leuten zu tun, die die Botschaft nicht bekommen haben, sei es, weil sie taub waren, weil sie nicht lesen konnten, weil es keinen Propheten in ihrer Zeit gab, oder weil die Botschaft von einem Propheten nicht zu ihnen gekommen ist und Fehler gemacht haben, in diesem Bereich. Das heißt, nicht dem wahren Weg gefolgt sind. Diese Leute werden am jüngsten Tag auf die Probe gestellt. Das heißt, Leute, die geistig behindert waren und so weiter, die kriegen nochmal eine neue Chance. Das heißt, die sind in unseren Augen als Kuffar gestorben. Das heißt, als Nichtmuslime gestorben, das heißt, sie werden im nichtmuslimischen Friedhof beerdigt, sie werden nicht auf islamische Art und Weise beerdigt, aber sie kriegen am jüngsten Tag nochmal eine Chance. So, dann gibt es die dritte, das sind Leute, die, wie beispielsweise Zayd ibn Amr ibn Nufail, der Fitra gefolgt sind, ja, und nur Allah alleine angebetet haben,
Diese Leute, ja, sagt zum Beispiel Bilal Phillips in seinem Buch, in seinem kleinen Heftchen, die wahre Liebe Gottes, dass diese Leute auch ins Paradies gehen. Ja? Und man könnte auch darunter verstehen, dass diese Leute auch nochmal auf die Probe gestellt werden. Wallahu alam. Aber, so, und dann gibt es die vierte Gruppe. Das sind die Leute, die von einem Propheten gehört haben, insbesondere natürlich jetzt der letzte Prophet, Muhammad a.s., und die diese Botschaft verleugnet haben. Das heißt, wer von ihm gehört hat, auf eine Art und Weise, wie es unter normalen Umständen möglich ist, es zu verstehen, und die Botschaft ablehnt, der geht für alle Ewigkeiten in die Hölle. Der geht für alle Ewigkeiten in die Hölle. So, das heißt, in diesem Sinne ist der Islam wesentlich barmherziger als der Hinduismus, das ist die Religion für Hindus, für Inder, oder als das Christentum, wir haben eben schon erwähnt, wie das im Christentum ist, oder als das Judentum, das ist die Religion für Juden. Ein Jude ist jemand, der von einer jüdischen Mutter geboren wird. Das zeigt, der Islam hat für jeden Menschen zu jeder Zeit eine Möglichkeit. So. Wir haben gesagt, die einzigen, die in die Hölle gehen, sind diejenigen, die die Botschaft bekommen haben und die Botschaft abgelehnt haben. Wann gelten sie als jemand, der die Botschaft bekommen hat? Das ist jetzt die Frage. Wann gelten sie als jemand, der die Botschaft bekommen hat? Ist es, wenn man ihnen alles von der Religion erklärt hat und jedes Scheinargument aus dem Weg geräumt hat? Oder ist es, wenn sie nur das Wort Islam gehört haben oder nur das Wort Mohammed gehört haben? Oder wann ist das? Ehrlich gesagt, es gibt keine explizite Aussage dazu, wo gesagt wird, genau in diesem Moment. Aber es gibt natürlich Ijtihadat, das heißt Anstrengungen, die man unternehmen kann, um die Texte zu verstehen. Warum gibt es keine explizite Aussage? Weil es für uns nicht so wichtig ist, weil wir sind nicht dazu befugt und wir sind auch nicht gefragt zu sagen, der ist in der Hölle, 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 außer bei denjenigen, die mit Namen genannt werden. Das heißt, wir sagen, wer die Botschaft bekommen hat und sie abgelehnt hat, geht in die Hölle. Ob dieser oder jene oder diese oder jene Person die Botschaft bekommen hat, das ist überhaupt nicht unser Problem. Das ist hier nicht der Diskussionspunkt, da sollte man sich auch nicht den Kopf drüber zerbrechen. Wir sollen uns den Kopf darüber zerbrechen, die Botschaft auf die beste Art und Weise rüberzubringen. Denn jetzt könnte jemand sagen, ja okay, warum warnt ihr dann die Leute, die können doch eine Chance am jüngsten Tag kriegen. Die Antwort ist, wer diese Sache, diese Botschaft jetzt nicht annimmt, wird auch am jüngsten Tag die Probe nicht bestehen. So. Und wir sind dazu angehalten, uns wurde befohlen, die Botschaft rüberzubringen. Manche sagen, man muss ihnen alle Scheinargumente aus dem Weg räumen. Dieses Argument scheint sehr schwach zu sein, denn zur Zeit, oder wenn wir uns die Geschichten im Koran anschauen, dann sehen wir, dass viele Leute als Kuffar und als Leute beschrieben werden, die in die Hölle gehen von einem ganzen Volk, aber es ist nicht zu erwarten, dass der Prophet, der zu dem entsprechenden Volk geschickt wurde, zu jedem Einzelnen gegangen ist und mit ihm jedes einzelne Detail von der Religion besprechen konnte. So. Die andere Sache ist, dass man sagt, er hat nur vom Islam gehört. Hört sich auch relativ unrealistisch an, weil dadurch kann er ja noch nicht wissen, dass er dazu angehalten ist, dem Islam zu folgen. Und der Prophet a.s.w. sagte, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Jeder, der von mir hört, von dieser Umma, egal ob Jude oder Christen, dann sein Glauben nicht in dem besteht, womit ich gekommen bin, gehört zu den Gefährten des Feuers. Hier sagt der Prophet nicht, wer von mir hört, سمعوا عني, über mich, sondern bi. Das deutet darauf hin, dass sie mit richtigen Informationen gemeint sind. Deswegen scheint das Stärkste in dieser Aussage zu sein. Das heißt, wenn jemand gehört hat, dass der Islam die einzig wahre Religion ist, dann ist er dazu angehalten, sich selber zu informieren. Denn Allah sagt in Surah 4, Vers 165, Rusulan mubashirin wa munzirin la'alla yakuna linasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul.